Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Edeinmod, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, und zwar heute mit der Karte Schlachtenhöhen, habe ich mal voreingestellt. 7 NPC-Gegner, alle auf schwer gestellt. Helden können wir hier noch, ja gut, lassen wir halt einfach so die Helden. Ist ja sowieso ziemlich egal, bin nicht so der extreme Heldenspieler. Ja, was in der letzten Folge los war, beziehungsweise in den letzten 3 Folgen speziell los war, kann ich euch leider nicht wirklich beantworten. Ich hoffe, dass es heute auf jeden Fall besser läuft. Und ja, müssen wir halt einfach mal schauen. Ja, also ich könnt mir halt wirklich vorstellen, dass meine Festplatte ab einem bestimmten Datenvolumen nicht mehr so aufnimmt, beziehungsweise nicht mehr so die Geschwindigkeit hat, wie sie eigentlich haben soll. Und es deswegen zu Lex kam und allgemein halt auch die anderen halt die NPCs somit halt auch Lex hatten, weil halt der gesamte Rechner dann halt geleckt hat ein Stück weit. Aber müssen wir halt einfach mal schauen. Baut das jetzt dort? Das baut jetzt dort. So, dann können wir hier erstmal eine Kaserne errichten. Das ist erstmal relativ einfach. So, dann können wir hier erstmal. Ah ja, genau. So, Lothlorien müssen wir erstmal wieder schauen, wie wir mit Lothlorien spielen. Was nehmen wir? Wir nehmen Heilung, nehmen wir jetzt einmal als erstes. Das hat sich eigentlich die letzten Male immer mal bewährt. Ich war sonst eigentlich immer dafür gewesen, dass wir zuerst auf, ja, wie soll man sagen, auf 50% mehr Angriff geht. Aber gerade das mit der Heilung kann halt doch, ich glaube, die hat sogar einen kürzeren Cooldown, glaube ich. Und kann halt dann doch relativ bewährt halt sein, weil man halt Einheiten hat, die meinetwegen schon durch irgendwelche Gruben beziehungsweise irgendwelche ja, Monster-NPC-Dörfer dann halt schon auf Stufe 2 ja, aufgewertet sind und somit dann halt auch mehr Schaden im Allgemeinen halt machen. Und man diese Einheiten, die anfangs ja schon so relativ gut sind, halt nochmal heilen kann. Und man somit die Möglichkeit hat, diese Einheiten ins spätere Spiel mit hineinzubringen. So, Framerate ist stabil, muss ich sagen. Ich hatte nämlich jetzt die Tage nicht viel aufgenommen. Das ist jetzt eigentlich so das erste Projekt, was ich mal wieder seit längerer Zeit eigentlich so mal aufnehme. Und das wiederum bedeutet, dass auf meiner Platte, also auf meiner Festplatte, ja, erstmal nichts weiter halt drauf ist. Also hier haben wir noch nichts bekommen. Hier können wir mal ein bisschen noch runterziehen, beziehungsweise was haben wir hier? Fleet. Hier war noch ein, wird was dann davor stehen. Müssten dann eigentlich hier in diese Richtung müssen wir eigentlich verteidigen. Beziehungsweise wir könnten in diese Richtung können wir auf jeden Fall uns noch ausdehnen. Weil wir ja dort noch. Oh, ich bin jetzt eigentlich schon fast dafür, dass wir jetzt abwarten und gleich mal ein paar erste sondern die ersten Bogenschützeneinheiten. Hier war das, bei Lothlorien war das ja so gewesen, die hatten ja nicht wirklich die starken Reiter gehabt eigentlich. Wobei, da kommen wir ja dabei jetzt hier mal noch so ein Gebäude hier. Wo ist der Feind? Ah, hier. Das Gebäude ist fertig. Baumaterial. So, jetzt haben wir natürlich schon unser erstes Problem, dass wir noch absolut keine Einheiten haben. Wir aber zum Glück geht der NPC hier nicht direkt drauf, sondern geht erstmal auf den Orkstamm. Wir haben einen Vorposten entdeckt. Okay. Wo sollen wir bauen? Baumaterial ist so, wir bauen hier erstmal noch was auf. Hier können wir, ja, können wir noch nichts machen. Also wir müssen jetzt erstmal ganz gechillt abwarten. Hä? Unsere Rohstoffe werden angegriffen? Ah, jetzt werden sie, okay. Okay. Aber es geht auf jeden Fall schon mal schneller, wie beim letzten Mal, muss man sagen. Wobei trotzdem ein paar Framerate-Einbrüche habe ich trotzdem, ne? Also 1-2 Frames gehen immer mal verloren. Muss man ja so sagen. Naja, werden wir mal schauen. Er hat Kommandopunkte um Limit um 5. Okay, dann bekommt man auch eine Kommandopunkte-Limit-Erhöhung. Okay. Elbensängerin Kaserne. Schießstand. Ah, Bündnis der Waldelben bräuchte ich erstmal. Oh, hier kommen die ersten. Okay, die holen sich wahrscheinlich jetzt erstmal nur das Gebäude. So, das heißt, ich würde ganz gerne eigentlich eine Flat errichten, nämlich hier oben. Dann werden wir erstmal hier oben relativ geschützt. Macht euch bereit, Elben. Wir haben noch viel zu tun. Wo sollen wir bauen? Hat er das jetzt abgebrochen? Nee, ne? Nee, achso, der kommt hier unten.
Der unten kommt hier. Okay, so, jetzt haben wir hier die ersten Bogenschützen, die hier auf uns zukommen. Den Baumeister müssen wir mal in Sicherheit bringen. Er wird aber angegriffen, der Baumeister. Okay. Ja. Okay. Lasst eure Bögen singen! Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Ja gut, durch die Feste kommt jetzt erstmal keiner. Lol. Ja, mein Baumeister also. Okay, krass. Baut dieses Land auf. Macht euch bereit, ey. Okay, das war auf jeden Fall mal gar nicht so schlecht von denen. Muss mal schauen, wo kann ich hier was forschen? Bündnis der Waldelben bräuchte ich nämlich das hier. Aber ich habe zu wenig Geld dafür. So, das Standardzeug. Da habe ich meine Bogenschützen noch. Dann können wir hier mal noch einen Soldatenbataillon erstmal bauen. Der Flat wird hier gebaut. Mehr brauchen wir erstmal zumindest für diese Karte erstmal nicht. Wir haben ja hier wirklich nur ein sehr kleines Gebiet. Und einziges Gebiet. Aber wir versuchen uns jetzt mal das Gebäude zu holen. Wie unten, wo sah es denn hier unten eigentlich aus? Hier unten war bestimmt noch die Höhle gewesen, ne? So. Okay, von hier oben kam bisher noch keiner. Also noch kein weiterer. Okay. So, Gebäude gehört uns. So, jetzt könnten wir Grenzwächter. Die waren auch teilweise gar nicht so schlecht gewesen, ne? Aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal, schon mal hier dieses Bündnis der Waldelben schon mal forschen wollen. Hier unten hatten wir ein Gebäude stehen von den anderen. Ja, warte mal. Was war da mit Fortschritt? Achso, das wurde scheinbar wieder aufgebaut. Das wurde scheinbar schon mal zerstört. Oh, da hab ich ja. Hier habe ich schon mal ein bisschen was. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Hier kommen gerade noch neue Truppen. Okay. Macht euch bereit, Elf. Auf in den Kampf! Unserem Land droht Gefahr! Sieht man hier irgendwo die, dass es direkt für Einheiten sind? Aethylien, weil das haben wir natürlich auch. Lorien, also okay. Gut. Unsere Waldläufer sind scheinbar etwas stärker. Macht euch bereit, Elben. Ja, ist noch alles noch Stufe 1. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Also noch nichts Besonderes hier. Okay, so, dann haben wir. Das Flat war ja hier erstmal fertig gewesen, ne? Können wir aber erstmal noch nichts weiter bauen. Sprich, dann würde ich wahrscheinlich erstmal ganz gerne. Hä, wo wird denn ein Malonbaum angegriffen? Ah, hier. Okay, lol. Was ist das für einer? Ist das ein Held? Oh, der Malonbaum geht runter, oder? Nee, der hält sich gerade so noch. Okay. So, dann können wir hier erstmal schon mal ein bisschen noch nachproduzieren. Grenzwächter hatten wir ja ein paar gehabt. Hier kommen wieder welche. Ja. Das ist der Weg. Spickt sie mit Pfeilen! So, das sieht schon mal gut aus. Können wir hier derweil schon mal den Düsterwald-Schießstand bauen. Wir hätten hier dann mit unserem Flat unser defensives Gebäude. Haltet nach dem Feind Ausschau. Bogenschützen Loriens, macht euch bereit. Ist das Banner der Elf. So, das Gebäude gehört dann gleich mal uns wieder. Hier irgendwas passiert. Achso, nö. Nö, die greifen nur hier das Flat an, aber da passiert gar nichts daran. Das Gebäude gehört ab jetzt uns. Ein Orkstamm. Wir sehen den Feind. Ja, dann können wir uns hier schon mal. Warte mal, wie sieht's denn hier unten? Oh, hier unten kommt gerade eine Welle. Wir sind die Schwerter Loriens. Bereit? Schnell, Elben des Waldes. Ja, wobei, die können wir ja mal hier runterziehen. Okay, das Gebäude nehmen sie ein, aber ziehen wir mal dorthin. So. Machen wir uns da schon mal die 1 drauf. Und wir ziehen mal ein bisschen. Okay, hier holen wir uns mal noch den Baumeister hier. Das kann sehr vorteilhaft sein. Dann noch. Später. So, wie sah das denn aus? Wir brauchten mal noch einen Baumeister, okay. Die sind weg, scheinbar. Achso, ne, hier sind die. Ich bin bereit. Der Feind ist nah. Es gibt viel zu tun. Treibt diese abscheulichen Bestien zurück. Sie greifen aus sicherer Entfernung an. Ja, komm, zieht euch mal zurück hier. Fischen. Dann können wir hier noch mit dem defensiven Verteidigungsgebäude noch mitarbeiten. Das ist gut. Feuer! Macht euch
Oh, die wollen das Gebäude erobern. Oh, lol, das kann man natürlich nicht. Das kann man natürlich nicht so machen. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Baumaterial. Eindringlinge, warnt die anderen! Da können wir hier jeweils noch ein weiteres Flat erstmal errichten. Baumeister haben wir hier. Da ist auch gerade noch nicht viel zu tun. Okay, hier sind wir gerade. Okay, gut, was hatten wir dann noch? Müssen wir mal schauen. Ja, gut, hier können wir erstmal noch nichts bauen. Beziehungsweise hier können wir erstmal noch was. Ach stimmt, hier können wir erstmal noch eine Saat wieder bauen. Das vergesse ich immer wieder. Von dem Mechanic her. Das gehörte noch uns zu uns. Wir sehen den Feind. Für sie ist hier kein Platz. Unserem Land wirft sie in die Falle zurück. Unser Gebäude hier wird angegriffen gerade, schade. Müssen wir mal schauen, dass wir hier runterkommen. In den Wald. Sind das die Orks? Beeilt euch. Ja, das sind die Orks. Nee, das ist ein weiteres Bataillon hier. Bogenschützen. Die Schlacht hat begonnen. Von... Oh, achso. Oh, das ist unsere. Also, das ist unsere Armee, die hier Schaden anrichtet. Das ist... Gut, ich dachte, das wären die anderen schon fast gewesen. So, wie sieht's hier oben aus? Hier hat man noch nichts weiter produziert, ne? So, Rumil und Orofin können wir uns mal machen. So, läuft sich bisher relativ stabil. Sprich, das Gameplay selbst und auch natürlich, ja, das Spiel selber. So, die eine Armee wurde leider zerstört hier. Sowas hätten wir dann noch. Wir hätten ja noch den. Achso, diesen Windhauch, den hätten wir noch. Na, aber nee, das ist irgendwie. Nehmen wir lieber erstmal das hier. Werkzeuge bereit. Baumaterial ist unterwegs. Der Feind ist nah. Beschützt den Baumeister. Da, Attacke! Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Wir müssen die Wälder schützen. So, jetzt ziehen wir hier unten erstmal noch eine Verteidigungslinie hoch. Könnten wir uns hier oben nochmal um den Typ Haltet kümmern. Nach dem Feind Ausschau. Also Bannerträger könnten wir schon mal erforschen. Dann hatten wir hier, können wir erstmal nochmal erhöhen. Dann hatten wir, hier hatten wir ja noch Platz erstmal noch. Enting, ja okay. Heiligtum. Achso, das müssen wir sowieso bauen hier, dieses Elbensänger-Zeugs. Obwohl ich mich damit gar nicht wirklich viel auskenne. Wir können sie ja mal probieren, wenn es... ja, irgendwie. Irgendwie will das nicht so. Ah, jetzt auch. Okay, so. Unsere Armee steht hier schon mal bereit. Für weiteres. Ich will mal schauen, dass ich vielleicht hier gleich mal Bannerträger oder so. Machen hier mal Bannerträger drauf und noch Bannerträger drauf machen. Zieht eure Waffen, Elb. Macht euch bereit, Elb. Ja, hier können wir mal noch mal Bannerträger drauf machen. Okay. Ja, okay. Ich sehe gerade, wenn ich mir immer mal die Framerate anschaue, also es sind immer mal ein paar kleinere Frame-Drops auf jeden Fall vorhanden. Ähnlich wie ich das schon meistens in den letzten Spielen schon hatte. Es kann aber auf jeden Fall nicht von... Ah, hier haben wir unsere zwei Helden. Ich spüre eine große Dunkelheit. Es kann aber definitiv eigentlich nicht davon kommen... Oh, hier werden wir gerade angegriffen. Ich werde euch gut führen. Kann aber definitiv nicht von meinem Rechner eigentlich kommen, denn da ist eigentlich soweit... alles gut eingestellt. Unser Mut ist ungebrochen. Unsere Stadt wird durch Saurons Diener vernichten. Abscheuliche Bestien. Hier geht's natürlich schon, das ist natürlich schon spannend. Zuchtmeister. Aha. Wo sollen wir bauen? Bin schon unterwegs. Wo sollen wir bauen? Baut dieses Land auf. Wir müssen unsere Grenzen schützen. So, hier wird dann auf jeden Fall die Festung halt schon sein. Wir gehen. Ja. Kommt mit mir. Hier. Kommt mit mir. Gehen wir erstmal vielleicht von oben ran, dass wir da zumindest erstmal ein, zwei kleinere Vorstellungen schon mal bekommen. Gucken wir mal hier. Hier schon mal noch ein bisschen aufwerten. Ich spüre eine große Dunkelheit. Jetzt, Elben, greift an! Ist hier noch irgendwo was an Einheiten da? Nee, nicht wirklich. Der Feind kommt über uns. Sie werden dieses Land nicht mehr entweihen. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Okay, so. Ich bin bereit. Wo ist der Baumeister? Hier ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. So, dann kann man hier mal noch einen Baum hinstellen. Für Rohstoffe. So. Das Gehöft sieht gut aus.
haltet sie in Schach! Zieht euch zurück! Okay. Und wie es dann hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.